Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter, direkt aus dem Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Wir reden eine Sprache über aktuelle politische Themen. Heute ist mein Gast Ruth Humbel. Sie ist Mitte-Nationalrätin aus dem Kanton Aargau. Und wir reden über die beiden Abstimmungen, die gesundheitspolitisch interessant sind, weil sie Gesundheitspolitikerin ist, nämlich das Covid-Gesetz einerseits und die Pflegeinitiative andererseits. Und sie hat, das ist eine Premiere bei Feusi Federal, sie hat ihre eigene Wein mitgenommen aus ihrer eigenen Gemeinde, aus Birmenstorf, ein Sauvignon Blanc. Freue ich mich sehr, dass wir den probieren können. Auf der Rückseite heisst das, ich bin ein guter Unterhalter. Das verheisst gut für das Gespräch, das finde ich super. Danke vielmals für den Besuch und für den Wein. Merci. Zum Wohl. Sehr fein, ich habe es gerne. Frisch und die Aargauer Wein sind ja unterschätzt, oder? Aber man kommt sie auch fast nicht über. Ich glaube, ihr Aargauer trinkt ja alle selber, oder? Nein, das letzte Jahr hatten wir ja viel gehabt. Dieses Jahr gibt es einen schwachen Jahrgang. Aber sonst empfehle ich einfach. Ich habe noch einen Prospekt dabei von der Birmenstorfer Weinbaugenossenschaft, wo man wirklich eine breite Palette beziehen kann. Super, wunderbar. Jetzt reden wir noch ein bisschen über Politik. Die Abstimmung, die wahrscheinlich viele Leute auch aufregt im Land, ist die über das Covid-Gesetz. Zum zweiten Mal stimmen wir darüber ab. Jetzt steht das Zertifikat im Zentrum und ist umstritten. Warum findest du, wir müssen nochmal Ja sagen zu dem Gesetz? Ja, das Gesetz ist jetzt seit 7 Monaten in Kraft. Man lebt einigermaßen gut mit dem Gesetz, weil wichtige Punkte sind ja nach wie vor auch Unterstützungsleistungen, weiteren Ausbau von der Covid-Entschädigung, von einer Kurzarbeitsentschädigung, dass die Existenz gesichert wird. Und dann ist der Artikel ja durch das Parlament ins Gesetz hineingenommen worden, für das gesetzliche Grundlage für das Covid-Zertifikat. Und wie es jetzt zeigt, ist es einfach das Instrument, das uns aus dieser Pandemie führt und eine gewisse Freiheit gibt, wenn man jetzt hier im Restaurant sitzen kann, ohne Maske, ohne Abstand, ohne Plexiglas, wenn man jetzt wieder ins Bundeshaus rein kann, ohne Maske, ohne Plexiglas in den Sitzungszimmer, dass man sich auch wieder sieht in der Kommunikation, in der Diskussion. Das ist ein wichtiger Schritt in die Freiheit. Natürlich ist es ein Instrument für einen Übergang, bis man jetzt so die heikle Phase noch überstanden hat. Es kommt die kalte Jahreszeit, wir wissen nicht recht, gibt es noch Mutationen. Aber wir hoffen ja bald, dass eigentlich die Zeit dann doch bald vorbei ist. Also die Gegner argumentieren so, dass sie das Gefühl haben, das Zertifikat das spaltet die Gesellschaft und führt zu einer Diskriminierung zwischen Geimpften und Ungeimpften. Ist das deiner Meinung nach nicht der Fall? Ja, man kann es natürlich auch umkehren, oder? Man hat jetzt generell eigentlich für die Bevölkerung doch schon Einschränkungen gehabt von den Freiheitsrechten. Jetzt die Leute, die geimpft sind, ist einfach klar, die vermindern das Risiko massiv. Sie können selber nicht mehr schwer erkranken. Also das heisst, sie werden nicht ein Überlastungsgrund sein für das Gesundheitswesen. Sie sind auch viel weniger ansteckend. Also ist es eigentlich für die nicht mehr gerechtfertigt, Einschränkungen zu machen. Sogar selbst eben Masken tragen wäre ja eigentlich nicht mehr gerechtfertigt für Leute, die wirklich dermassen einen Beitrag leisten, dass Ansteckungsrisiko minimiert wird. Aber selbstverständlich müssen wir in gewissen Bereichen vom öffentlichen Leben nach wie vor die generellen Regeln von Maskenpflicht beispielsweise einhalten, gerade im öffentlichen Verkehr. Aber ich sehe von dem her eben nicht den Diskriminierungsgrund, weil es Massnahmen müssen ja immer auch verhältnismäßig sein und für die Menschen, die einen Beitrag geleistet haben, als wir rauskommen aus dieser Pandemie, sind Einschränkungen nicht verhältnismäßig. Und für die anderen schon, deiner Meinung nach? Also ja, für die anderen einfach so lange, dass wir in dieser Phase sind, in dieser volatilen Phase, wo wir wieder Ansteckungen können zunehmen können. Also wir sind jetzt wieder ein bisschen ansteigende Ansteckungszahlen. Wie die Erfahrung zeigt, sind etwa 2 Wochen später dann auch wieder die Spitalbelastungen grösser. Und ich glaube, es ist einfach jetzt die Phase noch, November, Dezember, wo uns doch ein bisschen zeigen wird, kommen wir raus jetzt aus dieser Pandemie, lernen wir umzugehen, zu leben mit dem Virus, haben wir genügende Durchimpfungen, haben wir genügende Immunität. Also, und das ist einfach das Instrument, das Covid-Zertifikat ist das Instrument, jetzt aus der Pandemie zu kommen im Inland. Und dann haben wir ja noch auch die Frage im Ausland, von zu reisen.
Ich hoffe oder gehe schon davon aus, dass wir im Inland bis zum nächsten Frühling daraus rauskommen. Aber es ist doch davon ausgegangen, dass wir für das Reisen weiterhin das Zertifikat brauchen. Für gewisse Länder auf jeden Fall. Mhm. Und dann brauchen wir einfach dafür auch in der Schweiz eine gesetzliche Grundlage, dass der Staat so etwas anbieten kann. Mhm. Jetzt, aber das Ziel des Zertifikats war ja, dass mehr Leute sich impfen gehen. Jetzt hat gerade heute Morgen die Zürich Zeitung so eine Kurve der Impfungen gezeigt. Oder? Das ist ein bisschen aufgegangen, gerade bei der Einführung des Zertifikats, Mitte September bis Ende September. Aber jetzt offenbar 5'100 Leute pro Tag. Also der Effekt ist ja wirklich verpufft. Also die sich nicht impfen lassen, die machen es irgendwie auch wegen dem Zertifikat nicht, oder? Ja, es hat einen gewissen Teil gegeben, der wahrscheinlich mehr so nachlässig war, gleichgültig war. Die versucht man jetzt auch mit bei Einkaufszentren noch zu erreichen. Und dann gibt es sicher so in den harten Kern, der einfach sagt, man lässt uns nicht impfen. Aber meine, die würden ja, oder werden letztlich auch profitieren von der grossen Mehrheit, die sich impfen lässt, wenn wir dann generell wieder alle einschränkenden Massnahmen aufheben. Aber ohne das Zertifikat, ohne dass die Mehrheit jetzt eben der Bevölkerung sich da daran hält, die Empfehlungen einhält, wissen wir ja nicht, wie allfällige Einschränkungen wieder generell für die Bevölkerung hätten müssen getroffen werden. Also beispielsweise eben Abstand, Plexiglas, da müssen wir davon ausgehen, das wäre einfach weiterhin so. Und auch selbst das gibt ja Einbussen auch für die Wirtschaft. Aber es braucht noch gewisse Massnahmen, um aus dieser Pandemie rauszukommen. Lernen zu leben dann mit dem Virus, und wenn man genügende Immunität hat, wird man das auch können. Es wird auch immer Impfdurchbrüche geben, es wird auch Leute geben, die angesteckt werden, trotz einer Impfung, weil der Impfschutz ist ja nicht 100%, das ist also völlig klar. Vor allem bei Ansteckung schreibt auch die WHO, oder? Reduziert es nicht wahnsinnig. Ja? Aber das wird dann auch das Gesundheitswesen können tragen. Mhm. Und also der Vorwurf, es sei ein indirekter Impfzwang, oder? Wir haben keinen richtigen Impfzwang, aber der, ja, wo die Gegner von dem Gesetz sind, wie siehst du das? Ja, ich sage einfach, es ist ein Druck. Es ist völlig klar, es gibt einen gewissen Druck, sich impfen zu lassen, aber einen Impfzwang haben wir nicht. Also wenn zum Beispiel reklamiert wird, eben an die Universität, hat man dann einen Impfzwang. Ich meine, die Hochschulen können weiterhin Pooltests anbieten, die der Bund zahlt. Wie auch Unternehmungen. Mhm. Also die Pooltests, also dann muss man halt möglicherweise Wartezeiten auf sich nicht testen zu lassen. Und der Test führt ja dann auch zum Zertifikat. Also es gibt eine Erschwernis, weil man sich regelmässig testen lassen muss, weil man möglicherweise muss anstehen muss. Aber es ist nicht so, dass einem, wenn man nicht geimpft ist, der Zugang zu Hochschulen verwehrt ist. Mhm. Und ein Argument, das man auch teilweise sogar von linker Seite gehört, der Bundesrat habe mit dem Gesetz zu viel Macht bekommen. Und können letztlich, ihr habt lauter Kann-Formulierungen ins Gesetz hineingeschrieben. Du bist dabei gewesen bei der Ausarbeitung von dem Gesetz. Wie siehst du das? Ja, es ist vielleicht auch die Ironie von dieser Diskussion, als die kritisierten Artikel vom Parlament ins Gesetz hineingebracht worden sind. Also sei es jetzt die gesetzliche Grundlage für das Covid-Zertifikat, sei es die Frage eben von einem nationalen Kontakttracing oder sei es auch noch die Bestimmung, dass der Bundesrat bei seinen Entscheid auch muss gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen berücksichtigen. Genau. Also bei diesem Artikel hat aber das Parlament eigentlich wählen, dass der Bundesrat nicht nur die epidemiologische Situation anschauen kann, sondern muss auch Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft, Kollateralschäden mit einbeziehen. Macht er das? Ich finde eigentlich, es ist das Abwägen. Es ist das Abwägen, auch wie jetzt mit dem Vorschlag, dass man Zertifikat für die Schweiz eigentlich auch ausweiten will. Also das Leitzertifikat, meinst du? Ja, genau. Okay. Dass man, wenn man Antikörper nachweist, dass man dann das auch bekommt. Ich glaube, da... Für die Genesenen, oder? Wäre das, also genau, also für die Genesenen oder auch für Leute, die beispielsweise gar nicht gemerkt haben, dass sie krank sind und im Nachhinein dann einfach Antikörper ausweisen. Da weiss man nicht so richtig, wann sind sie krank gewesen, wie lange hat das. Und darum ist das ja international so nicht anerkannt. Aber für die Schweiz will man jetzt die Möglichkeit eigentlich noch schaffen. Und ich denke, das zeigt eigentlich, man will ja wirklich breit. Einfach, es geht letztlich darum, das Risiko zu minimieren, Ansteckungen zu verhindern, dass letztlich eben das Gesundheitswesen einfach nicht mehr an einen Anschlag kommt. Der Andreas Klee, Staatsrechtler in Zürich, hat letzte Woche in der NZZ geschrieben,
es fehlen ja die Verfassungsgrundlagen. Also er hat wie euch Parlament vorgeworfen, ihr habt wie dem Bundesrat Kompetenz gegeben und er hätte das gar nicht machen. Ist das, ja? Ja, also er hat geschrieben, ich bin ja nicht so richtig daraus gekommen, ob er jetzt ein Plädoyer hat, dass man eine Verfassungsgerichtsbarkeit einführen muss. Weil wir haben ja das nicht. Ja, ein bisschen ist das drin vorkommen, ja. Weil bei uns ist eigentlich das Parlament, das bei Initiativen muss, die Verfassungsmäßigkeit prüfen muss. Also ich sehe jetzt das Problem überhaupt nicht, weil es ist ein befristetes Bundesgesetz. Wir stimmen jetzt das zweite Mal über eine Entwicklung von dem Gesetz ab. Also wir haben abgestimmt im Juli über die erste Ausgabe vom letzten September. Wir stimmen jetzt im November ab über die Reform vom März. Also die Bevölkerung kann immer noch dazu Stellung nehmen und wir haben eine klare gesetzliche klare Grundlage in der Bundesverfassung, dass dringliche Gesetze erlassen werden können, die befristet sein müssen. Es sind ja übrigens verschiedene Bestimmungen, die laufen aus. Genau, Ende Jahr. Genau. Gewisse Bestimmungen laufen länger, gerade auch was Unterstützungsleistungen sind. Wenn's auch Gesetz, Zertifikat, oder? Wenn's das Zertifikat würde auch länger laufen, genau. Bis Ende März, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das Zertifikat würde bis Ende März läuft. Nein, bis Ende März gilt das Gesetz, wenn es jetzt abgelehnt wird. Stimmt, ja genau. Dann gilt das ganze Gesetz bis Ende März. Und dann beispielsweise, gerade wenn jetzt die Gegner sagen, ja, für das Ausland, da kann man ja dann schnell etwas machen. Es gibt in der Verfassung auch eine Bestimmung, dass wenn ein dringliches Bundesgesetz vom Volk abgelehnt worden ist, darf der gleiche Gegenstand nicht mehr aufgenommen werden, als dringlich erklärt werden. Und das ist etwas Richtiges. Sonst könnte ja nachher einfach das Parlament sich über den Volkswillen hinwegsetzen. Also wenn das Gesetz abgelehnt wird und das Covid die Grundlage für das Zertifikat ausläuft und man das für international Reisen weiter braucht, und das braucht ja gesetzliche Grundlage, dann müsste ich das einfach auf dem ordentlichen Gesetzgebungsweg. Gut, das kann man machen. Es sind ja zwei Sessionen. Natürlich, also, das ist so ein eine akademische Diskussion. Nein, also es ist keine akademische Diskussion. Also es kommt dann einfach darauf an, wenn man anfängt. Oder? Aber wenn man zum Beispiel jetzt erst im März die Grundlage macht, im nächsten März Grundlage macht, dann hat man 3 Monate Referendumsfrist. Also, ich meine, es kann ja dann wieder sein, dass das Referendum ergriffen wird. Die Kohäsionsmilliarden haben wir auch in einer Session durch. Ja, natürlich, aber es gilt, jetzt beim Gesetz, dort ist das Referendum verpasst worden, oder? Dort ja, ist nur ein Bundesbeschluss. Ist ein Bundesbeschluss. Jetzt sind wir sehr technisch geworden, aber ja, du hast recht. Aber wo sind wir einfach die Nuancen? Gerade wenn man eben eigentlich auf die Verfassung verweist, wo man eigentlich die Grundlage auf die Verfassung gibt, eben auch wirklich sehr genau anschauen. Und dann gibt es einfach ein bisschen Lücken während der Referendumsfrist. Aber dann sagst du, ist das mit dem Ausland ist vielleicht eine schwierige Situation. Aber Befürworter sagen, das kann man irgendwie regeln oder es sei dann sowieso vorbei mit dem. Ich merke jetzt ganz stark, das, was die Debatte ein bisschen bestimmt, ist die Frage von der Spaltung. Oder? Und ich weiß nicht, wie es du erlebst. Ich erlebe schon ein bisschen, sei es in Unternehmen, in Familien, in Vereinen und so, ja, dass es ein bisschen Spaltung gibt. Und wie gehst du mit dem um? Oder erlebst du es völlig anders? Nein, natürlich gibt es eine Spaltung. Also man merkt jetzt ja, was man für Mails bekommt jetzt von beiden Seiten. Oder? Also eine Zeit lang waren vor allem Gegner. Jetzt gibt es aber auch von Befürworterseiten, die sagen, jetzt muss man mal endlich, wir wollen jetzt wirklich in die Freiheit kommen. Wir haben jetzt uns extra geimpft, dass wir schneller aus dieser Pandemie rauskommen. Man kann jetzt keine Rücksicht mehr. Ich finde, man muss Rücksicht nehmen. Und darum finde ich eben auch, muss Politik wirklich in die Verantwortung. Also nicht einfach nur die Spaltung. Oder? Also das Parlament, ich meine jetzt zum Beispiel die Abstimmung über das Gesetz, das waren 13 Gegenstimmen gewesen, oder? Ich will einfach erinnern, dass die SVP-Fraktion mehrheitlich für das Gesetz gestimmt hat. 13 haben sich enthalten und 13 sind dagegen gewesen. Also, und jetzt ist das Gesetz 7 Monate in Kraft. Und so brutale Einschränkung, wie sie jetzt dargestellt wird, von der Freiheit oder von der Spaltung, hat es nicht gebracht. Es hat für gewisse eigentlich eher befreiende Situationen gebracht, wie so in die Normalität zurück. Natürlich will man das Covid-Zertifikat nicht möglichst schnell können, wieder weg haben. Das wollen alle. Und es wollen ja alle möglichst schnell raus. Aber wir sind in der letzten Phase Bewältigung von einer Jahrhundert-Gesundheitskrise. Und jetzt so die letzte Phase, muss sich schon die Politik irgendwie zusammenraufen.
auch die Künstler oder alles, was wo ein Interesse haben, dass man als Gesellschaft wirklich daraus rauskommt, wo wir alle wollen. Mhm. Und dann einfach noch, nicht nur die Spaltung weiter vorantreiben, mhm. die Spaltung, die es gibt, das ist fast ein Glaubenskrieg geworden. Mhm. Von links so kommt Kritik oder einfach sonst von den Gegnern vom Gesetz. Weißt du, dass man dann das Zertifikat für alles kann anwenden kann? Also dann irgendwie für Grippe, wo ja jeden Winter kommt, für andere Epidemien und dass man es nie mehr los wird, sozusagen. Und dass wir am Schluss nur noch eben Sachen können machen, wenn sie uns von oben erlaubt werden. Wie siehst du das? Ja, also das ist absolut nicht so. Also wir stimmen jetzt wieder darüber ab. Wir haben die Grundlage in einem Gesetz, das befristet ist. Im Covid-Gesetz. Es geht um die Bekämpfung der Folgen dieser Pandemie. Weil was ja eigentlich Pandemiebekämpfung ist, sonst ist ja direkt im Epidemiegesetz. Aber die Bestimmung ist im Covid-Gesetz, das beschränkt ist, das fällt weg. Also wenn irgendwie so eine Vorstellung jetzt aufgezeigt wird, dann ist das einfach pure Angstmacherei. Mhm. Weil das braucht ja eine gesetzliche Grundlage mit Referenzfrist. Man kann das nicht für alle machen und das wollen wir auch nicht. Persönlich habe ich mich eigentlich früh für ein Zertifikat eingesetzt, aber immer das gesehen als eine Möglichkeit für Grossveranstaltungen, Clubs, Bars, einfach Orte, wo Abstand und Maske nicht funktioniert. Mhm. Darum bin ich beispielsweise auch dagegen, dass ein Zertifikat verpflichtend am Arbeitsplatz käme. Mhm. Es kann Situationen wie in Italien, geben, es kann Situationen geben, wo der Arbeitgeber meistens ja zusammen mit der Arbeitnehmer entscheidet, bei uns macht Sinn, ein Zertifikat einzuführen. Dann soll er das freiwillig können. Mhm. Aber nicht, dass der Bund vorschreibt, jetzt kann man nur noch arbeiten mit dem Zertifikat, weil das geht meines Erachtens nicht. Weil da kann man mit Abstand, mit Masken, wenn es Situationen bedingt, einen genügenden Schutz bieten, wie es auch die Erfahrung gezeigt hat. Ist nicht nur ein Problem, dass man vielleicht auch im Bundesrat nicht mehr... Also das Vertrauen, finde ich, ist ein bisschen ins Rutschen gekommen. Oder? Der Alain Berset hat im April gesagt, wenn die Impfwilligen geimpft sind, dann können wir in die Normalisierungsphase. Oder? Und jetzt hat man halt gemerkt, dass es irgendwie zu wenig Impfwillige gibt in der Schweiz. Und ich merke wirklich, das ist so, man hat ein bisschen Vertrauen verspielt bei einem gewissen Teil der Leute. Und ja, siehst du das auch so, oder? Ja, also gewisse Aussagen finde ich natürlich auch. Ich meine, er oder der Bundesrat hat ja auch keinen Antrag gebracht für das Zertifikat, sondern das ist eben, wie schon gesagt, vom Parlament eingebracht worden. Und dann hat man einfach auch immer zögerlich und immer ein bisschen Zweckoptimismus. Also man hat aus der Erfahrung eigentlich schon gewusst, dass man mit Mutationen rechnen muss. Und dass der Impfstoff möglicherweise auf Mutationen nicht so gut anspricht, das ist eigentlich auch gesagt worden bei den Impfungen. Und dass man nicht, das ist auch diskutiert wurde, eine Impfquote festlegt, das wäre ja viel besser gewesen, wenn man sagt, wenn 80% von der Bevölkerung geimpft ist, dann haben wir den Berg erreicht. Weil, wenn er davon ausgeht, wärst du da dafür gewesen? Also, die FDP fordert das ja immer, ein Ausstiegsszenario. Ab wann, dass man sozusagen aussteigt? Oder wie beurteilst du das? Ich meine, also einfach ein absolutes Ausstiegsszenario, das kann es ja irgendwie nicht geben, weil man nicht richtig weiss, wie entwickelt sich das Virus. Aber okay. Szenarien. Und dann, wir hatten ja beispielsweise letztes Jahr auch gehabt, wo gesagt haben, wie sind die Öffnungsschritte in Abhängigkeit von der IPS, von der Hospitalisationen. Mhm. Und da hat man auch immer eins zu eins eingehalten. Man war dann auch ein bisschen grosszügiger gewesen. Und ich meine, das wäre ja auch jetzt in dieser Situation viel besser gewesen, wenn man gesagt hat, 80%. Dann merkt man nachher, ja, es braucht jetzt nicht unbedingt 80% Geimpfte, weil es sind viele sind auch eine Immunität durch Erkrankung, durch Genesung. Wäre es einfacher, früher, wenn er nachher sagt, feststellen, dass halt sich nicht so viele Leute impfen lassen wie eigentlich wünschenswert ist. Da hätte man eigentlich auch davon ausgehen müssen. Also, ja, ich finde eigentlich schon, es müssten so Szenarien aufgezeigt werden. Im Kanton Aargau hat das der Gesundheitsdirektor Galatisch etwa vor 2 Monaten. Dann hätte man die Zeitung nehmen. Wann kommt das Zertifikat, wenn die Ipsen mit 50% belastet sind, was passiert, wenn sie mit 60% Covid-Patienten belastet sind. Ich glaube, so Indikatoren sind wichtig, dass man einfach so ein Ziel hat, auch wenn man weiss, dass man nicht einfach ein Ausstiegsszenario 1 zu 1 kann, weil man nicht richtig weiss, wie
reagiert das Virus? Wie sind auch wirklich die Erfahrungen denn mit den Impfungen, mit mutierten Viren? Müssen wir nicht viel breiter Antigentest machen, um herauszufinden, oder wer wirklich vielleicht immun ist und wer nicht? Mir fehlt das als Journalist immer, dass ich irgendwie... Auch gestern hat es geheißen, 2,6 Millionen Leute in diesem Land sind nicht immun. Und wenn man dann fragt, woher haben die Zahl, dann ist es einfach so eine Hochrechnung. Und breite Prävalenzstudie hat man eigentlich nicht gemacht, oder? Nein, das ist mir auch nicht bekannt, dass man das hat. Und das würde möglicherweise etwas bringen. Wobei gewisse Wissenschaftler sagen, ja, nein, bei den Antikörpern ist es einfach immer ein bisschen das Problem die Verlässlichkeit. Wie dicht sind die? Wie ist denn der Schutz? Und wie kann man denn dort noch eine Differenzierung vornehmen? Aber ich glaube, wir sind in diesen Fragen generell, was Studien, was Grundlagen sind, schwierig, oder? Also sehr, sehr auf schwachem Bein. Das kommt dann auch, das ist übrigens ein Punkt von den Gegnern, ein nationales Kontakttracing, das ist ja auch kritisiert, oder? Und das geht ja nicht um eine Überwachung der Einzelnen, sondern es geht einfach mal um Datenbasis. Ich meine, das Kontakttracing in den ersten Wellen oder nachher mit der Covid-App war ja eigentlich ein Schuss in den Ofen. Also ich meine, das ist ja... Von dem redet heute ja niemand mehr, oder? Aber das war ja ein Debakel. Mhm. Jeder Kanton für sich total überlastet. Und wenn die Hotline vom Bund angefragt wurde, haben die keine Auskunft geben, weil sie nichts gewusst haben. Weil sie gar nicht gewusst haben, wo ist die Person war, wie ist, was wäre jetzt zu machen. Und dort geht es ja eigentlich um das grundsätzliche Problem, das wir in diesem Land haben, dass wir Entwicklungsland sind, was Digitalisierung betrifft. Gesundheitswesen besonders, ja. Im Gesundheitswesen, natürlich speziell im Gesundheitswesen. Und das ist ein absoluter Jammer mit so hervorragenden Hochschulen, ETHs, wo Spitzen ist in dieser Frage. Und das Gesundheitswesen, ich will es jetzt ja nicht immer wiederholen, aber kann anfangs dieser Krise noch mit Fax agieren. Da müssen wir eine eigene Sendung mal darüber machen, über Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das ist sehr interessant und sehr schwierig. Jetzt wollen wir noch über das zweite gesundheitspolitische Thema reden, nämlich Pflegeinitiative. Du machst dich stark, dass man die Initiativen ablehnt und dafür den Gegenvorschlag annimmt. Also der würde dann automatisch in Kraft treten. Warum? Ja, wenn die Initiative durchkommt, wie sie jetzt ja alle Umfragen voraussagen. Im Moment, ja. Dann haben die Pflegenden einen eigenen Artikel in der Bundesverfassung. Aber sie haben gar nichts Konkretes. Okay. Und dabei haben sie eigentlich mit dem indirekten Gegenvorschlag sehr viel erreicht. Ich würde sagen, es hat fast noch nie so ein grosses Entgegenkommen gegeben bei einer Umsetzung von einer Initiative. Also ich erinnere nur, bei den Hausärzten zum Beispiel haben wir ja die Initiative gehabt, wo dann der direkte Gegenvorschlag gekommen ist, wo ja die Pflege eigentlich schon mit inbegriffen ist. Aber da hat das Parlament 100 Millionen gesprochen für mehr Ausbildungsplätze für Ärzte. Für die Pflege hat man jetzt 1 Milliarde mehr. Also Bund, Kantone zusammen würden gute Milliarde investieren, um mehr Pflegefachpersonen auszubilden. Man hat Verbesserungen gemacht im KVG, dass gewisse Leistungen erbracht und abgerechnet werden zulasten der Krankenkasse ohne ärztliche Verordnung. Das sind die Bereiche, die man auf Bundesebene lösen kann. Jetzt sind die Initiantinnen einfach nicht zufrieden, weil sie noch bessere Arbeitsbedingungen und Stellenschlüssel und Löhne auf Bundesebene gelöst haben. Und das ist einfach nicht der Bund zuständig. Das Gesundheitswesen ist Sache der Kantone. Die Kantone machen Spitallisten, machen Pflegeheimlisten, geben Spitex-Leistungsaufträge. Sie müssen dort eigentlich schauen, in dem Rahmen, dass genügend Fachpersonal zur Verfügung steht. Und sie sind dann letztlich natürlich auch verantwortlich, dass, dass die Arbeitsbedingungen irgendwie stimmen. Das ist zwar stimmt eigentlich primär. Nicht, oder? Also, stimmt die Kritik der Initiantinnen, dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind und die Löhne zu tief sind? Ja, also da höre ich auch unterschiedlich. Ich war letztens an einer Diskussion, wo eine Pflegefachperson gesagt hat, also wir haben eigentlich gute Löhne. Aber man könnte nicht 100% arbeiten, weil es tut die meisten einfach ausbrennen. Ich denke, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich erinnere an die erste Welle, die wir hatten. Das ist ein grosser Teil des Pflegepersonals in Kurzarbeit. Nämlich beispielsweise Realkliniken. Also die erste Welle von Covid-19. Von Covid-19, ja. Oder auch jetzt ist natürlich die Belastung sehr unterschiedlich. Und Pflegefachpersonen, die müssen
auf einer Covid-Abteilung oder auf einer Impfstaffe, das ist brutal. Also, stelle ich mir auch vor, wenn man den ganzen Tag in so einer quasi Astronautenmontur muss arbeiten, mhm, ist das eine grosse psychische und physische Belastung, die muss entsprechend abgegolten sein. Aber das geht einfach nicht über den Bund, sondern ich habe die Initiantinnen, die Initiative ist ja schon 2017 eingereicht worden. Mhm. 18 hat der Bundesrat noch keinen Gegenvorschlag bringen, weil er gesagt hat, ja, wir haben den Grundversorgerartikel seit 2014 in der Bundesverfassung. Ich bin selber dann eigentlich mit zusammengesessen mit dem SPK, mit dem Pflegeheim Spitex, mhm, was sind so die Aufgaben. Und haben ihnen eigentlich auch schon empfohlen, macht doch die Vorstösse auf kantonaler Ebene, weil dort ist es Zuständigkeit, also Löhnfragen sind Sache von eigentlich den Arbeitgeber, Arbeitnehmenden, Sozialpartner und wenn es nicht funktioniert, halt der Kanton. Ja, und die meisten Spitäler und auch sehr viele Pflegeinstitutionen gehören dem Kanton oder der Gemeinde. Genau. Oder das ist das Argument. Und die können es eigentlich direkt Einfluss nehmen. Haben sie das gemacht oder haben sie das nicht gemacht? Also nach meinem Wissen haben sie das nicht gemacht. Nein, mhm, sie haben es nie gemacht, dass nicht einmal jetzt eigentlich vorbereitet, dass man das, was jetzt auf Bundesebene geht, durch kantonal schon vorbereitend umsetzen, weil sie offenbar einfach fixiert sind, sie wollen die Lösung auf Bundesebene. Und da werden sie einfach enttäuscht sein, weil der Bundesrat wird nie vom Appenzell bis Genf die Löhne für das Pflegepersonal regeln, die eigentlich sehr unterschiedliche Situationen abgedeckt werden müssen. Jetzt haben wir wirklich genug, oder das heisst immer, wir haben zu wenig Pflegepersonal. Also man sagt dann 2030 brauchen wir irgendwie 20'000 Leute mehr als heute. Wie siehst du das? Also den Pflegenotstand haben wir schon vor Corona, haben wir so Schlagzeilen und Studien und Zahlen gehabt. Stimmt der? Ist der falsch? Oder? Ja, man hat Vergleich, internationalen Vergleich, da gehören wir zu den Ländern mit der höchsten pflegenden Dichte im Bezug auf Bevölkerung. Aber wir haben natürlich auch unglaublich hohe Ansprüche. Und darum ist es schon so, haben wir zu wenig Pflegepersonal, weil wir haben hohe Ansprüche an sofortige Behandlung, an qualitativ hochstehende Behandlung. Das haben wir alle, das haben wir Gesellschaft, das haben wir in den Gesetzen. Und wenn diesen Ansprüchen gerecht werden soll, haben wir zu wenig Personal, wo wir ja in den letzten Jahren einfach können importieren konnten, indem vor allem Deutsche zu uns gekommen sind, Polen zu den Deutschen, Ukrainer und so weiter. Man hatte so eine Westwanderung, die eigentlich wirklich ethisch nicht vertretbar ist. Wir müssen selber die Leute ausbilden. Da ist übrigens auch schon etwas gelaufen. Es gibt ja auch einen Masterplan Pflege zusammen mit Bundkantonen, wo man kann sehen kann, dass mehr Pflegende ausgebildet werden aktuell. Man hat übrigens auch die Situation, dass es ja ein beliebter Beruf ist. Also darum muss auch der Verband der Pflegenden aufpassen, den Beruf nicht immer schlecht zu reden. Also trotzdem, wenn so viel schlechte Berichterstattung darüber ist, gibt es viele Jugendliche, die einsteigen in Fachangestellte Gesundheit. Es ist nach dem KV der zweitbeliebteste Beruf. Mhm. Und dann kommt es auf die Bedingungen darauf an, dass man diese Leute auch im Beruf behalten. Das wäre auch meine Frage. Das heisst immer, wir haben sehr viele Aussteigerinnen aus diesem Beruf, oder? Ja, ich denke, manchmal ist es natürlich schon eine grosse Belastung auch für junge Leute. Wenn man sich so vorstellt, als 15-, 16-jährige junge Menschen einsteigen in so eine Lehre, sei es jetzt in einem Pflegeheim, sei es in einem Akutspital, und sich dann doch einfach mit verletzte Menschen, mit Risikomenschen, ja, es ist auch eine Belastung. Ja. Es ist eine physische, es ist eine psychische Belastung von diesen jungen Leuten. Und vielleicht sind sie auch zu wenig gut begleitet oder vorbereitet in dieser Phase, dass sie nachher sagen, ja, ich will doch lieber etwas anderes machen und nicht weitergehen. Also es gibt es ist auch offenbar nicht so vereinbar, oder wenn man eine Familie gründen will, oder der Beruf. Also es ist schwierig, dann irgendwie flexibel zu arbeiten und das mit der Familie, oder? Höre ich einmal. Ja, aber dort finde ich natürlich einfach ganz klar die Arbeitgeberorganisation, also auch Spitälerheim, Spitex, in der Pflicht. Also ich meine, es wäre ja wirklich gut möglich, Teilzeit zu arbeiten. Aber wenn ich dann wieder von einer Pflegenden gehört habe, dass in einem grossen Spital niemand dargestellt wird mit 40%, dann frage ich mich eigentlich schon auch, wie gehen denn die um mit dem Personal? Oder genau, vielleicht eine junge Mutter steigt dann eben aus und steigt vielleicht nicht mehr ein, dann, weil sie das Gefühl hat, ja, jetzt bin ich weg vom Fenster. Oder? Ja, oder gerade grosse Institutionen kann man Kitas zur Verfügung stellen, wo dann halt dem, wo man jungen Müttern entgegenkommen mit dem Stellenplan, dass sie können. Aber an dem ändert der Gegenvorschlag nichts, oder? An diesem Problem. Du sagst einfach,
Kantone und die Arbeitgeber müssen das lösen, oder? Ja. Ja, ja, klar, an dieser Situation jetzt. Aber wenn wir den Kern, und der Kern der Initiantin war immer, wir haben zu wenig Personal. Mhm. Wenn man jetzt 1 Milliarde Franken, und das kann gerade in Kraft treten, wenn man diese Milliarde Franken investiert und man Personal hat, dann hat man mehr Personal in den Institutionen, bei der Betreuung von Patientinnen und Patienten. Also das heisst, dann wird auch der Druck auf die Einzelnen ein bisschen abnehmen. Und gleichzeitig müssen die Verbesserungen erreicht werden in den Institutionen, in den Kantonen. Aber die Initiative sieht ja auch vor, dass das Parlament innerhalb von 4 Jahren eine gesetzliche Grundlage ausschaffen muss. Und ich würde jetzt eigentlich behaupten, dass in 4 Jahren ist man dann gleich weit. Weil der Bundesrat wird Mühe haben, im Kanton Appenzell oder im Kanton Zürich zu sagen, was er jetzt in seinem Personal muss zahlen muss und was für Arbeitsbedingungen also geschaffen werden müssen. Das wird immer eine Frage sein, die auf kantonaler Ebene gelöst wird. Und sonst müssen wir, wie wir ja auch schon einen Versuch haben, auf die Verfassung ändern, als Gesundheitswesen einfach ganz zum Bund kommt und Bundessache wird. Und dann ist es eine andere Situation. Aber bekanntlich hat die Verfassungs- oder die Änderung auf eine Verfassung keine Chance gehabt vor ein paar Jahren. Mhm. Und die Initianten sagen immer, man muss für eine bessere Qualifikation schauen bei den Pflegenden, weil das verhindere dann Komplikationen, also zum Beispiel, dass jemand aus einem Altersheim ins Spital muss oder so. Dort kritisieren sie eigentlich wie auch selber die Pflege, das fällt mir auf. Siehst du das auch so? Haben wir ein Problem mit den wenig qualifizierte Fachangestellte Gesundheit. Also, es schwingt ein bisschen mit, es gibt ja wie zwei, es gibt die Diplomierten oder, und es gibt die Fachangestellte Gesundheit. Da, so ein Konflikt schwingt eben auch noch ein bisschen mit bei Initiativen. Ja, und es werden ja in der Verfassung erwähnt, werden nur die diplomierten Pflegefachpersonen. Ausser bei der Ausbildung, glaube ich. Ja. Einfach die Ausbildung. Es müssen genug oder mehr diplomierte Pflegefachpersonen ausgebildet werden. Nachher bei den Arbeitsbedingungen steht dann schon in der Pflegetätigen. Aber ich glaube, man braucht eben schon beides. Man braucht auch mehr qualifiziertes Personal. Mhm. Weil es ist schon wichtig, gerade mit demografischer Entwicklung, polymorbide Menschen, mehrfachkrankte, als genau schauen können, was passiert jetzt. Und dann auch im richtigen Moment intervenieren. Aber das ist dann eigentlich die Frage, für welche Tätigkeit braucht es welche Qualifikation. Darum finde ich es natürlich falsch, wenn man es gegeneinander ausspielt. Sondern dass man die Pflegefachpersonen einsetzt, wirklich für die qualifizierte Arbeit, wo gerade bei immer kürzeren Spitalaufenthalt beispielsweise ist es schon wichtig zu sehen, wie ist der Zustand des Patienten, was muss noch gemacht werden, wie ist die Zusammenarbeit zu organisieren mit anderen Leistungserbringern. Und ich glaube, da braucht es schon spezifisches Wissen, eine frühe Intervention, dass nicht Komplikationen passieren können. Und darum brauchen wir beides, sowohl die Diplomierten wie auch Fachangestellte Gesundheit. Wunderbar, danke vielmals für die Erläuterungen, danke für das Gespräch, danke für den feinen Wein und noch einen guten Tag, ein anderes Mal. Danke, Gut Humbel. Danke, Zum Wohl.